Oh mein Gott. Nein! Hilfe. Ja, macht ihr nur euer Pathfinding-Shit. Bringt euch ja doch nichts. Jetzt laufen wir den ganzen Weg zurück. Naja, die schaffen es aber. Das heißt, ich kann mich in Ruhe heilen. Das lief besser als gedacht, ehrlich gesagt. Ich hätte nur ein bisschen schneller darauf reagieren müssen, dass ich mich hier tatsächlich auf diesen Stein stellen kann. Ja, aber wenn wir das ein bisschen schneller hinkriegen, die Wurst wollte ich eigentlich. Egal, wir haben 53 Fleisch, es sollte reichen. Viel mehr Kolblenbeeren habe ich schon. 9 Stück, ey. Zack. Zack. Ich soll halt generell mehr von diesen Heilwurzeln oder generell Pflanzenzeugs essen. Da ist schon der nächste Ork. Elite. Komm schon, sag mir, dass er irgendwann nah genug ist. Gut, wenn er sich bewegt, wirst du wahrscheinlich eher nicht treffen. Aber... jetzt ist er hinter dem Felsen verschwunden. Doch, da ist er wieder. Okay. Wir speichern einfach mal kurz. Wo ist eigentlich der Rest von euch? Merkwürdig. Ha, aber egal, nehmen wir einfach mal hin. Aber das habe ich auch echt nicht. Also, so das Pathfinding ist manchmal echt total merkwürdig drauf. Da, jetzt sind sie wieder alle da. Guten Tag, die Herren! Ich glaube, ich ertrinke gleich. Naja, gleich noch nicht. Nicht unbedingt jedenfalls. Genau, du renn mal. Der rennt jetzt wenigstens. Das hat er vorher nicht gemacht. Das war total merkwürdig. So, nehme ich mal schon mal das Zeug deiner gefallenen Kameraden vor allem, ey. So. Wird auch dunkel. Aber siehst du, wir kommen voran, wir kommen voran. Aber es wird dunkel. Und, ja, Mana-Bonus, super wichtig, genau. Genau. Unkraut, Kale, ey. Ich glaube, ich habe hier noch nie Unkraut gefunden. Wo ist denn mein Heilpflanzengedöns hin? Hier da oben. Warte. Okay. Nee. Bestimmt nicht. So, dann müsst ihr jetzt theoretisch hier noch irgendwo rumgurken. Und falls nicht, dann respawnt er jetzt. Boah, ey, ich mag es nicht, dass die
Ja, da ist er. Okay. Ich reiß mich zusammen. Wir gehen jetzt die Quest abgeben, schlafen. Und irgendwas noch, was mir gerade nicht einfällt. So. Da-da-dum. Vorsicht. Dass das aber auch echt so stockfinster ist, ne? Meine Güte. Zack. Zack. So. Erstmal eine Runde. Das ist doch alles nur Gerede. Schlafen. Die Probleme habe ich kommen sehen. Ich habe da meine eigenen. Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben soll. Für den König. Immer, immer. Ups. Jetzt habe ich dieses nervige Licht vor mir. Über mir, bei mir. So, wo war jetzt dieser Udan? Für Innos. Ja. Kalaroth, Tandor, Ritter. Ja, du bist du. Hey, warte. Hier. Ich bringe dir Tengrons Ring. Er soll dich schützen. Aber Tengron wird ihn sich holen, wenn er zurück ist. Was? Weißt du, was das für ein Ring ist? Diesen Ring hat er als Auszeichnung für seinen Mut im Kampf bekommen. Du sagst, er will ihn sich wieder zurückholen? So Innos will, wird er das. So Innos will. Ja, ich meine, klar, den hätten wir jetzt auch behalten können. Aber wir sind ja rechtschaffend. Jetzt erstmal noch. Das habe ich noch gar nicht gewusst. Ja, du weißt sowieso nichts. Von mir hat er das nicht. Ich habe da meine eigene Meinung. Ich weiß. Er hat auf die falschen Leute gehört. Ja, so. Ich glaube, jetzt habe ich alle Informationen, die er haben will. Gerdaunt! Ich habe mit Fayette gesprochen. Was hat er mir mitzuteilen? Seine Leute haben zwei Kisten mit Erz gefördert. So. Zwei Kisten? Ich brauche aber keine zwei Kisten. Ich brauche 200 Kisten. Er lässt dir ausrichten, dass er mehr Männer braucht. Ja. Was? Ich soll noch mehr Männer in den sicheren Tod schicken? Ja. Das kann er vergessen. Das ist so gemein. Wegen Silvestros Schürfstelle. Warst du bei ihm? Hast du ihn gesprochen? Ja. Dort sind alle tot. Sie also, von ja, ich habe nicht mit ihm gesprochen. Er ist tot. Mit dem Erz? Weißt du, wie viel sie geschürft haben? Drei Kisten? Ein paar Kisten haben sie vorher in Sicherheit gebracht. Sie stehen in einer Höhle, auf dem Weg von der Burg zur Schürfstelle. Verdammt! Das waren viele gute Männer. Möge Innos sich ihrer Seelen annehmen. Das hätte er doch besser wissen müssen. Ich habe Markos getroffen. Und? Was hat er zu berichten? Wie viel Erz stellt er uns zur Verfügung? Vier Kisten. Er hat die Schürfstelle verlassen, um das Erz in Sicherheit zu bringen. Jetzt bewacht er die Kisten in einem kleinen Tal hinter den Reihen der Orks. Allerdings verlangt er nach Unterstützung. Was? Nur vier Kisten? Und er hat seine Schürfstelle verlassen? Verdammt, das ist nicht gut. Und jetzt verlangt er auch noch mehr Männer? Na schön, ich werde ihm zwei Leute schicken. Verdammt, was ist da draußen eigentlich los? Ist Belia selbst gekommen, um uns zu vernichten? Meine Männer sind fast alle tot. Und mit dem bisschen Erz können wir nicht mal einen Ork aufhalten. Geschweige denn eine Armee. Ihr seid diese Expedition ist zum Scheitern verurteilt. Ganz ehrlich, ich habe mehr Männer, mehr Orks aufgehalten, als alle deine Männer zusammen. Also ich verstehe überhaupt nicht. Ich weiß nicht, wo dein Problem ist. Was ist mit dem Schreiben für Lord Hagen? Wir haben insgesamt 10 Kisten Erz und mehr als doppelt so viele Verluste an guten Männern. Du wirst dein Schreiben bekommen. Lord Hagen muss davon erfahren. Dieses Tal ist verflucht. Das Böse ist hier. Daran wird sich nie was ändern. Was hast du jetzt vor? Ich habe alles versucht.
Meine Hoffnung ruht jetzt auf dir. Und darauf, dass Lord Hagen mir Unterstützung schickt. Wir werden weiterhin ausharren und zu Inos beten, auf dass er uns in diesen dunklen Stunden nicht mutlos werden lässt. Ich habe für so etwas keine Zeit. Man erzählt sich ja so einiges. Noch ist alles ruhig, aber das kann sich schnell ändern. Innos wird uns beistehen. Sein Licht erhellt unsere Herzen. Wir werden ausharren, solange wir können. Oh, ist ja die Frage. Wir werden ausharren, solange wir... Hey, hast du eigentlich nichts Besseres zu tun, als mich dauernd anzuquatschen? Verschwinde! Ich wollte nur die Erfahrungspunkte haben. Hast du noch was zu sagen? Wie ist die Lage? Die Expedition ist an einem Tiefpunkt angelangt. Doch wir werden nicht aufgeben, denn Innos ist bei uns. Er wird uns sicher aus dem Tal führen. Nee. Eher nicht. Aber vor allem, was soll das, ja? Hier sind einfach mal 4 Ritter und der Obermacker. Ihr solltet alle da draußen sein und euren Mann stehen und kämpfen. Aber nee, das tut ja alles nicht. So, wenn wir mal lesen, was Garand geschrieben hat. Klar wollen wir das. Wir sind neugierig. Bisschen neugierig. So, Gift der Blutfliegen, das haben wir gelesen. Alter Brief, das haben wir auch gelesen. Brief an Lord Hagen. Lord Hagen, die Expedition ins Minental ist gescheitert. Viele Verluste zeichnen unseren Weg. Wir Überlebenden sitzen in der Burg fest, umgeben von Orks. Drachen haben uns mehrmals angegriffen und den kompletten Landstrich um die Burg zerstört. Mit Innos Hilfe werden wir ausharren, bis die Verstärkung eintrifft. Ein Ausfall ist unmöglich. Ein Ausfall ist unmöglich? Innos schützt uns alle, Garand. Tja. So viel dazu, ne? Also... 2 Zeiler, ne? Oder 3 Zeiler, wie man so schön sagt. Ja, nicht besonders hilfreich, ne. Ich weiß nicht, gibt's hier noch irgendwelche Quests? Fleisch, ja, Gott, jetzt hab ich beinahe Fleisch vergessen. Der war hier drin, ich weiß, also hier hinten. Da, wo Bullet früher saß. Huch, guten Tag. Ich hab hier was für dich. Gut, du hast genug Fleisch gebracht. Das wird für eine Weile reichen. Glaub aber ja nicht, dass du von mir jetzt irgendwas umsonst kriegst. Zeig mir deine Ware. Ist nicht sehr hilfreich. Du hast 100 Pfeile. Das ist was Gutes. Oh. Endlich jemand, der Pfeile hat. Hoppala. Ich finde es auch schön, dass es endlich mal so ist, dass die direkt 100 Pfeile haben und nicht nur 50. Weil damit geht das natürlich deutlich schneller. Deutlich schneller. Du. Ich weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben soll. Die Probleme habe ich kommen sehen. Ich habe was anderes gehört.
So, jetzt sind wir ein armer Milizionär, so wie es sich gehört. Wir haben nicht ein Goldstück dabei. Davon lasse ich lieber die Finger. Und ja, jetzt können wir wieder so gut zurücklaufen und töten noch, was wir auf dem Weg kriegen. Wie steht's eigentlich mit Erfahrungspunkten? Oh, sehr gut, sehr gut. Ja, ansonsten haben wir Hupala. What the fuck? Ja. Das wär's erstmal. Lob. So. Und ja, also die paar Orks. Hinten machen wir noch platt. Und dann haben wir einen ganz guten Weg halbwegs freigemacht. Mir gibt es noch viel, viel, viel mehr Orks, ganz klar. Aber ich will dich auch nicht zu sehr langweilen. Vor allem, weil, ich meine, wie gesagt, wir kommen wieder. Wir werden noch mehr als genug kämpfen. Und die Erfahrungspunkte, die wir haben, die werden wir dann auch recht bald nutzen. Die guckt schon so. Ah! Oh! Oh, cha, cha, cha. Ganz schön wehgetan, Mann. Komm schon, Baby. Komm schon. Töte ihn! Töte ihn! Töte ihn! Ja! Nice. So. Gucken, was wir da noch haben. Schamanen. Dann noch ein Schamanen und zwei normale Orks. Wie es aussieht. Nee, doch, eine Elite ist auch noch da. Okay. Okay. Noch drei Eliten, Alter. Warum sind da so viele Eliten, ey? Daneben. Ich ertrinke. Hilfe! Stop! Oh nein, jetzt muss ich sterben. Würdest du bitte? Nee, du reagierst schon wieder nicht mehr und das ist schlecht gerade, weil ich krieg dich nicht. Oh. Okay, hast du dich jetzt gefangen? Was war das denn? Was war das? Okay, speichern wir das mal kurz ab. So was hatte ich auch noch nie. Also hier passieren Dinge, die gibt's gar nicht. Echt nicht. Suchen wir die mal. Scheibchenweise anzuziehen. Mhm. Yikes. Gibt es eigentlich Friendly Fire bei denen? Also wenn die aus Versehen
Oh ja, genau. Schöne Sache. Ich schwimme, ich tauche, ich ertrinke. Okay. Puh, aber das lief ganz gut. Wir haben jetzt relativ viele niedergemacht. Von denen. Und das ist alles, was zählt. Für mich zumindest. Ja, komm, das muss reichen. Er wird schon irgendwann da lang kommen. Irgendwann. Oder er respawnt einfach da hinten. Das ist natürlich auch immer eine Sache, die funktioniert. Frechheit, aber ja, sie funktioniert. Whoop. Oh Mann, ey, dieser hässliche. Komm schon, Bill. Triff. Triff! Mann. Ich hasse es, wenn er nicht trifft. Jesus. Jetzt rennt er wieder weg. So. Aber ich glaube, jetzt beim nächsten Mal können wir ihn direkt erledigen. So. Sollen wir den Schamanen abschießen? Wenn wir irgendwo mal treffen, heißt das? Da ist noch eine. Oh Mann, ey. Ihr macht mich fertig, Leute. Ihr macht mich fertig. Okay, die Orkenlite kommt gerade nicht mit. Einfach so beschissen, ey. Also nicht. Warum wird das so neblig hier gerade? Beruhigt euch mal, ey. Glück gehabt, ha? Glück gehabt!
Und es regnet wieder. Schwachsinnig ist es schon, aber es ist, was es ist, nicht wahr? Oh! Uiuiui! War nicht so voreilig hier. Shit. Wasser, wie bitte kannst du mich anzünden? Erklär mir das! Wie bitte soll das gehen, ha? Huh? Ey, selbst die Tränke sind langsam so wenig. Wobei, die bleiben eigentlich. Also, es werden immer 15% sein, weil ich das so eingestellt habe. So. Nee. Würdest du bitte deinen dämlichen Bogen ziehen? Das war ein merkwürdiges Verhalten von dir. Warum bist du mir vorbeigelaufen? Keine Ahnung. Oh, jetzt. Steck dir mal deinen Kackbogen weg, aber du bist nicht schlau. Das ist alles, was ich dazu sage. Joa. Schön. So, eine letzte Orgielite haben wir noch. Wenn, erinnerst du dich noch, als ich irgendwie 5 oder 6 Feuerpfeile auf den geschossen habe? Das hat ihn überhaupt nicht gejuckt. Die sind feuerfest. Muss man auch wissen. Weil, ja, das ist ja schon eine wichtige Sache. Yikes. Jetzt rennt er wieder. So ein kleines Baby. Ich will nicht sagen, wie so ein kleines Mädchen, weil das gemein ist. Aber man sagt es halt so. Der haut einfach ab. Ah, okay, den schaffe ich. Hoffe ich. Ja. Schön. Sichtverhältnisse sind natürlich mal wieder megamäßig enorm. Ganz kaum 2 Meter vor dich sehen. Ja, es ist wirklich ganz was Feines hier. Ja, aber jetzt können wir wieder gehen. Dass der Regen hier so heftig sein muss, werde ich nie wertschätzen. Ich meine, solange man irgendwie drinnen sitzt, irgendwie mit Leuten quatscht, ja, von mir aus. Aber wenn man hier draußen rumläuft, das ist halt wirklich, also ich meine, wenn das immer so am Regnen ist, kannst du mir nicht erzählen, dass das hier nicht schon längst in so, wo bin ich denn jetzt hingerannt? Warum würdest du hier freiwillig ins Gebüsch rennen? Kannst du mir nicht erzählen, dass hier trotzdem alles so ausgedorrt ist? Wenn das hier immer so am Regnen ist. Und es müsste alles ein einziges Sumpfgebiet sein. Überall. Ganz grünes. Aber, naja.
Ich meine, so ein bisschen Regen ist ja okay. Also ich finde, da könnte ruhig ein bisschen Abwechslung sein. Das ist vielleicht, wenn ich mal ein bisschen normal regnet. Und dann gibt es halt Starkregen. Und ja, weil das ist ja sehr sinnflutartige Regengüsse hier. Ja. Aber ja, wir haben soweit alles geschafft, was wir schaffen wollen. Ich weiß, wir würden locker, flockig noch mehr Erfahrungspunkte, also Lernpunkte hier rausholen, wenn wir weiter aufsteigen könnten. Und weißt du noch, ich glaube, das letzte Mal in Gothic 1, da sind wir irgendwie mit Stufe 16, oder ja, also so eigentlich fast in dem Bereich erst irgendeinem Lager beigetreten. Also das ist das, was ich meinte mit, ich bin noch nie so schwach ins Minental gewandert. Also bin ich wirklich nicht. Das ist echt was Neues. Oh, hier ist alles trocken. Uff, nach Nicht-Minental. Nach Rest von Corinnes.